Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Fans in der Sparkassenarena, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DKB-Handball-Bundesligaspiel zwischen dem THW Kiel und dem TBV Lemgo. Die Partie endete 38-25 für den THW Kiel. Zur Halbzeit stand es 17-13. Beste Torschützen auf Kieler Seite waren heute gleich drei. Gudjon Waller Sigurdsson, Marco Wujin und Wael Jalous trafen je 7 Mal. Und ich denke auch, die Leistung von Johan Sjöstrand mit 24 Paraden ist einer Erwähnung wert. Als Gesprächspartner begrüße ich von den Gästen Trainer Nils Pfannenschmidt ganz herzlich, vom THW Kiel, Trainer Alfred Gislason und Manager Klaus Elbert. Herr Pfannenschmidt, bei uns haben die Gäste traditionell das erste Wort. Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, guten Abend zusammen. Glückwunsch, Alfred, zur Herbstmeisterschaft. Zum Sieg. Müssen wir, glaube ich, nicht viel Worte drüber verlieren. Ne? Heute war alles klar. Wir haben ganz gut angefangen, wie ich finde, auch so erste Halbzeit, das taktisch eigentlich ganz gut gelöst. Wir haben halt unheimlich viel frei vorverschossen. Ne? Sjöstrand hält 24 Bälle, gefühlt 50. Also was wir frei vom Tor da ausgelassen haben. Ich finde, wir haben das taktisch gegen die 3-2-1 eigentlich ganz gut gelöst. Waren ein bisschen mutig mit dem 7. Feldspieler, kriegen ein paar. Und dann war das Ding auch durch. Man merkte heute so ein bisschen den Substanzverlust bei meiner Mannschaft. Deswegen mache ich meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf. Wir spielen bis jetzt eine überragende Saison und dann hat man auch mal so ein Spiel dabei und dann kann man in Kiel auch mal mit 13 ruhig verlieren. Nochmal Glückwunsch nach Kiel und vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese Stellungnahme. Alfred, deine Einschätzung zum Spiel. Ja, danke Nils. Und erstmal auch Glückwunsch zu überragender Arbeit diese Saison, fand ich. Winterson sehr schön, wie Lemgo jetzt die letzten Monate spielt, also wirklich mit einer sehr jungen Truppe wirklich überragend gespielt hat. Und deswegen bin ich auch hochzufrieden mit dem Spiel meiner Mannschaft. Wir kamen sehr schwer ins Spiel, aber wir haben eigentlich auch Glück, dass Lemgo mehrere verworfen hat in der ersten Halbzeit, dass ein Sjöstrand einen sehr starken Tag hatte und am Anfang gerade unsere beiden, also Linkshänder, sehr gut reinkamen in den Angriff. Sonst hätten wir da ziemlich locker mit 5-6 Toren zurückliegen können. Nach 20 Minuten haben wir dann Gott sei Dank nicht gemacht und durch dann immer besser werdende Abwehr und einen überragenden Sjöstrand, der laut meiner Statistik 25-25 hat, also 50% aller Bälle gehalten hat, war das ein verdienter Sieg für uns. Natürlich direkt nach der Pause machen wir einen 5-0-Lauf und dann war das Spiel fast entschieden. Aber wie gesagt, für uns war das sehr wichtig. Wir haben uns sehr gut, denke ich, auf Lemgo konzentriert, wurden natürlich von mehreren anderen Spielen gewarnt und haben durch eine sehr gute Leistung das verdient gewonnen. Besonders freut mich natürlich, abgesehen von der Leistung von Sjöstrand, die Leistung von Jalous auch, der sehr gut gespielt hat die letzten 20 Minuten und hat sein Potenzial gezeigt. Dankeschön. Vielen Dank, Alfred. Klaus, einmal möchte ich ganz gerne deine Einschätzung auch zum Spiel hören und was du dir jetzt für die kommenden beiden Spiele wünschst. Ja, auch erstmal guten Abend von meiner Seite und natürlich erstmal Glückwunsch an meine Mannschaft und meinen Trainer, die heute gut gespielt haben und ich denke, wir haben auch, Nils, wenn ich das sagen muss, also verdient gewonnen und naja, das kann man nicht anders sagen. Nein, ich denke, dass wir heute einen neuen Publikumsliebling gesehen haben, dass er schon immer mit Willi hier aufgerufen wurde, das haben wir schon ab und zu erlebt, wenn er ein Tor geschossen hat, auf der anderen Seite, dass die Halle aufsteht und klatscht und Willi ruft, das finde ich schon toll und vielleicht war das ja so ein kleines Signal und ich hoffe, dass das für ihn so weitergeht. Natürlich, unsere Torhüter standen auch lange Zeit in der Kritik oder in den letzten Spielen und ich glaube, heute hat Johann das Gegenteil bewiesen. Das hat Palle schon am Sonntag gemacht im Bambergischen HC, wo unsere Torhüter wirklich oder wo Palle sehr gut gehalten hat. Ja, ich freue mich natürlich, dass wir gewonnen haben und hoffe natürlich, dass wir am Samstag hier gegen Emstetten das gleiche wiederholen können, dann Weihnachten feiern
und am 26. dann hier auf den großen Showdown warten gegen den HSV. Und ich denke, dass wir, auch wenn wir sagen, wir denken immer von Spiel zu Spiel, auf dieses HSV-Spiel schon hinfiebern. Ja, so viel von meiner Seite und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ich glaube nicht ganz so schnell. Es gibt, glaube ich, eine Nachfrage. Erik? Ja, eine Frage habe ich an Klaus, weil Klaus ja so ewig schon hier in Kiel ist. Wie kommt das, dass die Zuschauer Jalous so mögen? Ja, wenn ich das, weiß ich nicht. Also er hat ja ganz offensichtlich ein sehr sympathisches Auftreten und er freut sich immer und er lacht. Und ich glaube, wenn keiner freut sich im Moment, früher hätte ich gesagt, Sprenger wäre es gewesen, der sich am meisten über ein Tor freuen kann. Aber wenn wir heute Willi gesehen haben, muss ich sagen, ja, war das auch alle Ehren wert, wie er sich freut. Und das kommt bei den Zuschauern, glaube ich, gut an. Und er ist vollkommen unbekümmert. Und wenn er dann immer so in so ein Spiel geworfen wird, erwartet man natürlich immer viel von ihm. Das klappt nicht immer. Aber okay, ich denke, diese Sympathie von seinem Wesen, von seinem Typ her, schlägt sich auf die Zuschauer nieder. Und das ist das, was wir, glaube ich, hier in Kiel alle mögen. Ich bin der Meinung, die mögen all die Spieler, der spielt da etwas seltener momentan als die viele andere und man sieht auch, dass er schon ziemlich viel Mühe hat, in unser Spielsystem reinzukommen. Mit seinen Fähigkeiten geht er auch meistens viel zu nah an die Abwehr, der könnte ja auch ab der Mitte teilweise Anlauf nehmen, aber ich denke, was Klaus sagt, diese persönliche Ausstrahlung, ist ein extrem netter Junge und freut sich tierisch bei uns zu spielen. Und ja, das denke ich, das bringt über auf die Zuschauer. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir sehen uns bereits am kommenden Sonntag wieder. Klaus hatte es eben erwähnt, zum Heimspiel gegen den TV Emsdetten. Anpfiff ist ebenfalls um 19 Uhr. Es gilt für Dauerkarteninhaber das Spiel mit der Nummer 9. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimreise, wie natürlich auch allen Fans in der Arena. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank und tschüss.